Der Klimawandel stellt eine globale Bedrohung dar. Bereits heute sehen wir, dass viele Regionen der Erde von zum Teil drastischen Veränderungen in den Umweltbedingungen betroffen sind. Zunehmende Hitzeepisoden, Trockenheit und Dürren, Waldbrände, schwere Stürme und Überflutungen sind nur einige Folgen des Klimawandels, die direkte Auswirkungen auf den Menschen haben. In vielen Teilen der Welt stellen diese Auswirkungen eine existenzielle Gefahr dar, die dazu führen kann, dass Menschen ihre Heimat verlassen müssen und migrieren. Welchen Einfluss hat der Klimawandel auf die menschliche Mobilität und werden in Zukunft mehr Menschen gezwungen sein zu migrieren? Welche Regionen der Welt werden hiervon besonders betroffen sein? Und wie kann die Politik auf die sich verändernden Bedingungen reagieren? Mein Name ist Roman Hoffmann. Ich bin Forscher am Institut für Demografie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und am Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse. In meiner Forschung beschäftige ich mich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf Bevölkerungen und untersuche, wie Menschen auf sich verändernde Umweltbedingungen reagieren. Ein wichtiger Schwerpunkt meiner Arbeit stellen hierbei Auswirkungen auf Migration dar. Und ich freue mich, Ihnen heute einen kleinen Einblick in unsere Forschung geben zu dürfen. Unter Klima- oder allgemein Umweltmigration versteht man Migration, die direkt oder indirekt durch klimatische oder Veränderungen in der Umwelt hervorgerufen oder bedingt wird. Hierbei ist es wichtig zu wissen, dass die Migration aus klimatisch unwirtlichen oder gefährlichen Regionen kein neues Phänomen ist. Klima- und Umweltmigration zieht sich wie eine anthropologische Konstante durch alle Zeitalter der Menschheitsgeschichte. Durch den menschengemachten Klimawandel erleben wir jedoch heute eine neue Dimension an Umweltveränderungen, die in vielen Regionen die Lebensgrundlage von Menschen bedrohen. In seinem letzten Assessment-Bericht von 2021 warnt der Weltklimarat, das Intergovernmental Panel on Climate Change, dass sich unser Klima heute mit einer Geschwindigkeit erwärmt, die so für mindestens die letzten 2000 Jahre beispiellos ist. Neue Studien zeigen, dass die CO2-Konzentration in der Atmosphäre als eines der wichtigsten Treibhausgase heute sogar höher liegt als in den vergangenen 800.000 Jahren. Und es ist keine deutliche Abkehr von diesen Trends erkennbar. Bis zum Jahr 2019 ist der CO2-Ausstoß aufgrund der Verbrennung fossiler Brennstoffe stetig angestiegen. Im Jahr 2020 kam es zwar aufgrund der Corona-Pandemie zu einem leichten Rückgang im weltweiten Ausstoß, die CO2-Emissionen haben sich aber mittlerweile wieder rapide dem Niveau vor Beginn der Krise angenähert. Wenn keine unmittelbare Umkehr dieses Trends stattfindet, ist die Einhaltung der Pariser Klimaziele, die globale Erwärmung auf unter 2 Grad oder sogar unter 1,5 Grad zu begrenzen, unmöglich. Einige Vorhersagen gehen sogar davon aus, dass wir bereits in den 2030er Jahren einen Anstieg der globalen jährlichen Durchschnittstemperaturen um 1,5 Grad im Vergleich zum 19. Jahrhundert erleben werden. Warum sind diese Trends nun so besorgniserregend? Weil jedes Zehntel Grad Anstieg der globalen Temperatur zu deutlichen und zum Teil unumkehrbaren Veränderungen in der Umwelt führen kann. Verschiedene Regionen der Erde sind hierbei unterschiedlich stark von diesen Veränderungen betroffen. Temperaturen in der Sahelzone steigen beispielsweise 1,5-mal so schnell an wie der globale Durchschnitt, was zu verstärkter Trockenheit, Wüstenbildung und Landdegradierung führt. Die Folgen des Klimawandels sind bereits heute spürbar und wirken sich auf verschiedene Lebensbereiche des Menschen aus, etwa auf die Gesundheit, landwirtschaftliche Produktion oder den Zugang zu Wasser. Auch Österreich und Europa selbst sind direkt von den Folgen des Klimawandels betroffen, wie wir alle an den zunehmenden Hitzeepisoden und Dürren der vergangenen Jahre erkennen konnten. So zählten die letzten 10 Jahre zu den heißesten seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen im 19. Jahrhundert. Auch die schwere Flutkatastrophe im letzten Jahr, die in Europa zu vielen Todesfällen und großen Schäden geführt hat, hängt eng mit klimatischen Veränderungen zusammen. Ob und wie stark Menschen von den Folgen des Klimawandels betroffen sind, hängt hierbei nicht nur von Einflüssen aus der Umwelt ab. Auch eine Reihe von sozialen und ökonomischen Faktoren spielen eine wichtige Rolle. Diese haben einen Einfluss darauf, ob und wie stark Menschen von Umweltveränderungen betroffen sind und wie verletzlich oder vulnerabel sie gegenüber diesen Veränderungen sind. Besonders Menschen in ärmeren Regionen fehlen oft die Mittel, um sich ausreichend zu schützen und sich effektiv auf die Gefahren vorzubereiten. Auch demografische Faktoren, etwa das Alter, das Geschlecht oder der sozioökonomische Status und die Bildung einer Person,
spielen bei der Bestimmung der Verletzlichkeit eine wichtige Rolle. Wird der Druck zu groß oder ist ein Überleben in einer Region schlichtweg nicht mehr möglich, kann es dazu kommen, dass Menschen gezwungen sind, zu migrieren. In vielen Regionen der Welt beobachten wir bereits heute einen engen Zusammenhang zwischen Veränderungen in den Umweltbedingungen und Migrationsdynamiken. Ob, wie stark und in welcher Form sich diese Veränderungen auf Migration auswirken, hängt hierbei stark von den lokalen Gegebenheiten sowie der jeweiligen Bedrohung und ihrer Intensität ab. Klimamigration als solche kann sehr unterschiedliche Formen annehmen. Sie kann kurzfristig oder über einen längeren Zeitraum sein, über eine kurze oder lange Distanz erfolgen und sich innerhalb der Grenzen eines Landes oder international vollziehen. Unsere bisherigen Studien haben hier gezeigt, dass typischerweise Klima- und Umweltmigrantinnen innerhalb ihrer Länder oder regional migrieren. Nur sehr wenige legen weitere Distanzen zurück. Dies hat verschiedene Ursachen. Zum einen gibt es Hindernisse, die internationale Migration erschweren können, etwa politische oder rechtliche Barrieren. Auch ist gerade die internationale Migration häufig sehr kostspielig und mit höheren Risiken verbunden, was zusätzlich eine abschreckende Wirkung haben kann. Und zuletzt wollen viele Menschen auch schlichtweg nicht ihre Heimat verlassen, um in ein anderes Land zu ziehen, etwa aus kulturellen Gründen oder weil sie ihre Freunde und Familie nicht zurücklassen wollen. In der Forschung zur Klima- und Umweltmigration wird typischerweise unterschieden, ob es sich bei der Migration um eine Reaktion auf ein kurzfristiges Umweltereignis, eine Naturkatastrophe zum Beispiel, oder als Reaktion auf eine langfristige und sich langsam vollziehende Bedrohung handelt. Zu letzteren, sich langsam vollziehenden Bedrohungen zählen etwa die zunehmende Trockenheit, der Anstieg des Meeresspiegels oder sich verändernde Niederschlagsmuster, wie sie in einigen Regionen beobachtet werden. Je nachdem, wie schnell solche Bedrohungen auftreten, haben Menschen mehr oder weniger Möglichkeiten, sich auf die Gefahr vorzubereiten bzw. sich an die Veränderungen anzupassen. Dies kann wiederum entscheidend beeinflussen, ob es zur Migration kommt oder nicht. Bei kurzfristigen Katastrophen, etwa schweren Stürmen oder Überflutungen, die oft schwer vorhersehbar sind, kommt es oft vor, dass Menschen aus ihrer Heimat vertrieben werden. Dies passiert, da die Menschen kaum Möglichkeiten haben, sich auf das extreme Ereignis vorzubereiten oder sich ausreichend davor zu schützen. Nach Schätzungen des Internal Displacement Monitoring Center, einer Organisation, die Daten zu Vertreibungen innerhalb von Ländern sammelt, kam es im Jahr 2020 zu insgesamt 30 Millionen Vertreibungen aufgrund von extremen Wetterereignissen. Damit wurden in diesem Jahr ca. dreimal so viele Menschen aufgrund von Umweltereignissen vertrieben als aufgrund von Konflikten und Kriegen. Ein Vergleich, der auch deutlich macht, wie wichtig es ist, auch Umweltveränderungen und Katastrophen als Ursachen für Vertreibungen im Blick zu haben, zumal diese aufgrund des Klimawandels deutlich an Brisanz gewinnen werden. In der Karte, die Sie vor sich sehen, stellen die blauen Teile der Tortendiagramme Vertreibungen durch Umwelteinflüsse, die orangenen Teile Vertreibung aufgrund von Konflikten dar. Wie Sie sehen können, ist Mobilität aufgrund von Umweltereignissen ein globales Phänomen. Wir sehen zwar, dass Länder des globalen Südens, etwa die Sahelzone in Afrika, Länder in Zentralamerika, Südasien und Südostasien besonders betroffen sind. Es kommt aber auch zu Vertreibungen in reicheren Ländern, etwa in den Vereinigten Staaten. Hier haben insbesondere in den vergangenen Jahren schwere Waldbrände, Stürme und Überflutungen zu großen Schäden geführt. In der Regel kehren Menschen, nachdem sie aufgrund solcher Ereignisse vertrieben wurden, wieder an ihren Ursprungsort zurück, wenn es die Bedingungen erlauben. Nur wenige migrieren auch langfristig. Neben Extremereignissen wirken sich auch langsam vollziehende klimatische Veränderungen, etwa die bereits angesprochene zunehmende Hitze oder Trockenheit, auf Migration aus. Hier ist davon auszugehen, dass es in Zukunft aufgrund des Klimawandels zu einem verstärkten Druck in vielen Regionen der Welt kommen wird, der dazu führt, dass mehr Menschen migrieren werden. Auch hier sind wiederum ärmere Regionen des globalen Südens stärker betroffen. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht schätzt die Weltbank, dass bis zum Jahr 2050 bis zu 216 Millionen Menschen gezwungen sein könnten, ihre Heimat zu verlassen und innerhalb der Grenzen ihres Landes zu migrieren. Hierbei sind Teile Afrikas, insbesondere wiederum die Sahelzone, die bevölkerungsreichen Länder in Südasien sowie Teile Lateinamerikas und Südostasiens besonders betroffen. Hier ist anzumerken, dass solche Vorhersagen immer mit großer Vorsicht zu lesen sind, da sie mit großer Unsicherheit verbunden sind. Es ist schlichtweg heute sehr schwer abzuschätzen, wie sich zukünftige Umweltveränderungen auswirken, wie Menschen darauf reagieren werden und wie sich die Rahmenbedingungen verändern werden.
Auch mit unserer Forschung versuchen wir einen Beitrag dazu zu leisten, die Zusammenhänge zwischen klimatischen Veränderungen und Migration und Vertreibung besser zu verstehen. Hierfür verwenden wir zumeist statistische Daten, die uns erlauben, Einflüsse verschiedener Faktoren auf Migration zu untersuchen. Beispielsweise verwenden wir Zensusdaten, die weltweit gesammelt werden, um Veränderungen in der Migration zwischen Regionen von Ländern zu untersuchen, wie Sie hier anhand des Beispiels von China in der Grafik sehen können. Gleichzeitig arbeiten wir mit detaillierten Haushaltsdaten, die etwa in Befragungen gewonnen werden, um besser zu verstehen, welche Haushalte und wer in den Haushalten als Folge von Umwelteinflüssen migriert und wohin es diese Menschen zieht. Ein besonderer Fokus liegt hier auch auf demografischen Merkmalen, die bei der Migration eine wichtige Rolle spielen. So sind es häufig nur einzelne Mitglieder von Haushalten, in der Regel jüngere Menschen ohne Bindungen, die sich auf den Weg machen. Klimamigration ist ein sehr komplexes Phänomen, das von einer Reihe von Faktoren bedingt wird, wobei klimatische und Umweltveränderungen nur einen von vielen Einflussfaktoren bilden. Gerade auch die Bedingungen vor Ort spielen eine wichtige Rolle, wie wirtschaftliche Faktoren, soziale Ungleichheit und Konflikte, die wiederum durch Umwelteinflüsse bedingt werden können. Wichtig ist, und das zeigt auch unsere Forschung sehr deutlich, dass Veränderungen in den klimatischen Bedingungen nicht in allen Regionen automatisch zu mehr Migration führen. Ob und in welcher Form es zu Migration kommt, hängt von einer Reihe von Einflussgrößen ab, die bestimmen, wie stark ein Haushalt von einer Umweltveränderung betroffen ist, ob es ausreichende Möglichkeiten gibt, sich vor Ort an die Veränderungen anzupassen und wie stark die Anreize sind zu migrieren bzw. der Wunsch, in der Herkunftsregion zu verbleiben. Auch verfügbare Ressourcen spielen eine wichtige Rolle. Gerade ärmeren, marginalisierten Haushalten fehlt es oft an den benötigten finanziellen Mitteln, um Migration gerade über weitere Distanzen zu finanzieren. Hier besteht die Gefahr, dass Menschen gezwungen sein könnten, in gefährlichen Gebieten zu verbleiben, weil ihnen die Mittel fehlen, um sich rechtzeitig vor einer Bedrohung in Sicherheit zu bringen. Der Klimawandel kann diesen Effekt noch verstärken und so zu einem Teufelskreis führen, aus Armut, zunehmender Betroffenheit und fehlenden Möglichkeiten, sich ausreichend zu schützen. Wenn wir über Klimawandel und Migration sprechen, gilt es deshalb, sowohl mobile als auch immobile Bevölkerungsgruppen im Blick zu haben, um zu verstehen, welche Folgen der Klimawandel für Menschen hat. Was kann nun die Politik tun, um das komplexe Thema der Klimamigration adäquat zu adressieren? Es sind ganzheitliche Ansätze nötig, die den Menschen und seine Bedürfnisse in den Fokus stellen. Gerade auch Migranten und Migrantinnen zeichnen sich durch eine erhöhte Verletzlichkeit aus, die häufig in der öffentlichen Debatte nicht berücksichtigt wird. Um das Thema des Klimawandels und seine Auswirkungen auf den Menschen ausreichend zu erfassen, braucht es Maßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen. Zum einen gilt es, den Klimaschutz voranzutreiben, um so eine weitere Verschlechterung der Situation hierzulande, aber auch in anderen Regionen der Welt zu vermeiden. Gleichzeitig ist es wichtig, die Ressourcen und Möglichkeiten der Menschen zu stärken, sich an die bereits heute vollziehenden Veränderungen der klimatischen Bedingungen anzupassen. Ein Fokus sollte hierbei auf die Menschen gelegt werden, die besonders betroffen sind und eine erhöhte Verletzlichkeit aufweisen. Es gilt, rechtliche, politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die Migranten und Migrantinnen besser schützen und unterstützen. Ein besonderes Augenmerk sollte hier auch auf Migrationsdestinationen gelegt werden, insbesondere urbane Räume im globalen Süden, in die viele Menschen aus ländlichen Regionen ziehen. Dieser Trend hat bereits in den vergangenen Jahrzehnten in vielen Ländern zu einer rapiden Urbanisierung geführt, die auch durch den Klimawandel beeinflusst wird und mit neuen Herausforderungen und Risiken einhergeht. Nur durch proaktive, vorausschauende Maßnahmen wird es möglich sein, den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen und Menschen dabei zu unterstützen, sich vor dessen Folgen zu schützen. Gerade wir als Europäer und Europäerinnen tragen hier eine besondere Verantwortung und haben auch die Möglichkeiten, einen entscheidenden Beitrag zum Schutz der Umwelt und der Menschen zu leisten, die besonders vom Klimawandel betroffen sind.